wird eine Windkraftanlage gebaut mit 147 Metern Nabenhöhe. Das ist eine E101. Auf der Höhe, soviel ich weiß, auch das erste Mal jetzt. Für die 3.8 haben wir uns entschieden, oder mein Chef hat sich dafür entschieden, weil das für diese Windkraftanlage eigentlich das optimale Gerät ist. Der Aufbau selber geht zügig. Es ist alles gut gemacht worden, wie Terex das so gemacht hat. Weniger Transporte, dadurch, dass wir die seitliche Abstützung jetzt haben. Wir brauchen weniger Ballast zum Aufrichten. Und jeder LKW, den man sparen kann, ist für die Firma Geld. Die Krankabine oben haben sie sehr schön gemacht jetzt für den Kranfahrer. Die ist jetzt schön geräumig. Übersichtlich von den Scheiben her ist das alles schöner geworden. Schon angenehmer, wenn man mehr Raum hat. Das Laufgitter rundherum ist extrem schöner für uns als Kranfahrer. Ist egal, wo wir jetzt aussteigen. Wir müssen nicht immer erst über die Kette laufen oder so. Ja, also das mit dem Hub, das war ja, ich sag jetzt mal, das Schwenkwerk ist also top jetzt mit den zwei Motoren. Er hat ja jetzt zwei Schwenkwerkmotoren. Also man merkt das kaum, also der lässt sich super steuern, ohne jetzt mal viel Werbung zu machen, aber das Gerät ist echt schon der Hit. Ja, also die Hubwerke, ich sag mal, wir fahren ja hier mit einem Hubwerk nur, über Hubwerk 1. Es lässt sich sauber einsteuern. Ja, wenn die oben jetzt sagen, führ mal, ich sag mal einen Zentimeter oder was, dann kann ich das sauber einsteuern, dass es auch wirklich klappt. Wenn ich jetzt den Mast ablasse, rauf und runter, lässt sich sauber einsteuern. Die Flasche fängt nicht an zu pendeln, also trotz des langen Seiles von oben, von 167 bis auf die Erde, kämen ja eigentlich Schwingungen ins Seil, weil es ja kein nichts Festes ist, aber die Flasche läuft sauber. Ist aus meiner Sicht, wie gesagt, zu 8 Fahrer vorher, jetzt diesen, ist schon top.